Arbeit, weil die Mittagspause wieder zu kurz für eine richtige Mahlzeit. Die Gehetzten und Gestressten, die ein Lächeln verwechseln mit Provokation. Blicke am Boden oder gebannt in die Schaufenster von der Modeaktion. Sie spielt schon lang und kennt den Gang in die Lottobude. Schon früh verließ ihre Tochter die Schule. Man vernimmt stille, lockende Rufe. Und auch du wirfst einen Blick über den letzten geschlossenen Knopf ihrer Bluse. Die Jungs in den Straßen mit dem Gossengetue bezeichnen ihre Lotusblüte als das Loch einer Hure. Doch egal, wie es bei ihr riecht oder wie es bei ihr fließt, sie bleibt eine vertrocknete Blume. All diese hoffenden Sucher neben den Bettlern, immer am selben Platz, auch bei schlechtem Wetter. Ich spreche ein Mantra in die Münzen, werf sie in seinen Becher. Manchmal hole ich ihnen einen Kaffee vom Bäcker. Das Blut von Sklaven fließt durch die Straßen. Menschen ziehen an mir vorbei, doch die Augen am Boden. Es scheint, als hätten jene ihr Selbstvertrauen verloren. Und suchen es jetzt auf schmutzigen Gehwegplatten, in regennassen, dunklen und schäbigen Nebengassen. Menschen ziehen an mir vorbei, doch die Augen am Boden. Es scheint, als hätten jene ihr Selbstvertrauen verloren. Es ist beklemmend, alle starren auf Werbetafeln. Wieso die traurigen Augen? Ich würde so gerne fragen. Dass die Krise des modernen Menschen in Wirklichkeit eine Krise seiner Weltwahrnehmung ist, gewinnt unter diesem Aspekt einen konkreten, nachvollziehbaren Aspekt. Hör mit dem dritten Ohr.